Lesejahr A, die Karwoche, Dienstag, Evangelium nach Johannes, Kapitel 13, 21 bis 33 und 36 bis 38. Einer von euch wird mich verraten, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aus dem Evangelium nach Johannes. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu, es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tu bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir zum Fest brauchen, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja, schöner Text, ne? Wie immer bei Johannes ist sehr der Schwerpunkt auf die von Gott gegebene und von Gott strukturierte und geplante Aktion. Judas verrät hier Jesus eigentlich gar nicht, sondern der Satan fährt in ihn hinein. Er sucht es sich auch nicht selber aus, sondern Jesus quasi beruft ihn dazu. Es ist eine Berufung. Man muss sich das mal überdenken. Judas wird hier von Jesus dazu berufen, ihn zu verraten. Brot eintauchen, geben, ne? Das ist eine klare Aufforderung. Was du tun willst, tu bald. Das heißt, also, hier kommt das Ganze rüber, das ist typisch johannäisch, als alles ist von Gott her, ne? Wie das Wort ist Fleisch geworden, das ist auch so eine Sache, ne? Deswegen liegt hier auch vom Text Zusammenstellung her der Schwerpunkt eher auf diesem: Oder Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ja, kann man natürlich machen, gefällt mir auch gut. Es ist etwas, was wir natürlich alle kennen. Ne? Das ist dieses Ding, das morgen auch krass wird. Wir alle verraten Leute, wenn sie nicht so tun, wie wir das wollen. Das passiert uns ständig. Und es ist eigentlich meistens der soziale Druck,
gibt's, das ist in Filmen immer sehr schön, das kommt meistens in Filmen besser raus als in diesen Texten, wo der Petrus sich dann umschaut und dann schaut, ich kenne ihn, der war ein Freund von ihm und da, ja, ich habe ihn auch gesehen, der war bei ihm dabei. Und dann verrät Petrus Jesus, weil ihn die anderen quasi ausspotten, auslachen, ja, weil Jesus jetzt verhaftet ist und damit zu den Verbrechern zählt und dann ihn quasi unter Druck setzen. Müsst ihr mal überlegen, wer von euch in dem Zustand durchhalten wird. Du bist ja gleich selber verhaftet. Später wird ja Petrus verhaftet, das ist ja die Geschichte, dass Petrus dann, ja, die Petrus-Legenden gehen auseinander. Die einen behaupten, er ist in Spanien gestorben, die anderen sagen, er ist in Rom gekreuzigt worden. Ja, aber es gibt eben die Tradition, dass Jesus in Petrus gekreuzigt, Petrus, so wird es gesagt, es gibt die Tradition, dass Petrus in Rom gekreuzigt worden ist. Und nicht zuletzt sind ja die Gebeine des Petrus bis heute unter dem Petersdom, wenn es echt sind. Ne? Also die sind jedenfalls liegen, die da unten. Das Petrusgrab ist ja unter dem Petersdom. Deswegen steht der Petersdom da, wo er steht, weil dort das Grab des Petrus ist, weil er dort gekreuzigt worden ist. Das heißt, später hat er dann den Verrat quasi rückgängig gemacht und ausgehalten, was er damals in Jerusalem nicht ausgehalten hat. Beim zweiten Mal läuft es immer besser. Ne? Wobei besser ist da jetzt ein bisschen sarkastisch, weil wenn es besser läuft und man wird dann gekreuzigt, das heißt, er ist dem Tod beim zweiten Mal nicht entkommen. Ne? Aber seine Standhaftigkeit bewiesen. Bei diesen ganzen Geschichten geht es ja oft darum, Standhaftigkeit zu zeigen. Und das ist schon die Frage, das kann man bei Petrus sehr schön sehen, wann ist es sinnvoll, standhaft zu sein? Und wann ist es sinnvoll, einen Verrat zu begehen, um sein Leben zu retten, wenn es jetzt darum geht. Man denkt an Nationalsozialismus, ne? Geschichten mit Schindlers Liste zum Beispiel, auch verfilmt worden. Also wenn der sofort standhaft gewesen wäre, hätten sie ihn umgebracht und die ganzen Schindlerjuden gab es gar nicht. Ne? Der hat mit seinem Schweigen, ja, also ich glaube ein paar tausend Juden waren es, die er gerettet hat, ne? Durch seine Fabrik. Wenn du den Film Schindlers Liste an, also das ist immer so eine Sache, standhaft sein, ja, hängt immer vom Kontext ab, ne? Ob das sinnvoll ist oder gut ist. Ne? Es ist dann schon sinnvoll, auch zu den Sachen zu stehen, natürlich. Das ist einmal grundsätzlich so, dass es schon sinnvoll ist, zu den Sachen zu stehen, die man glaubt, tue ich ja auch. Aber, also meine ganzen Alien-Geschichten, da braucht es auch ein bisschen Standhaftigkeit. Aber manchmal ist es auch sinnvoll, nichts zu sagen. Ne? Je nachdem. Ja, das wäre das mit dem Verrat des Petrus. Interessant vielleicht noch, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Das ist ein Verweis auf die Dimensionen, wenn ihr mich fragt. Weil Himmel ist relativ. Ne? Es wird andere Stellen geben, wo das rauskommt, aber meines Erachtens kommt Jesus an einer höheren Dimension, wo auch Planeten und so rumschwirren wie bei uns. Der wohnt halt dann da oben. Und auch unser Himmel wäre auch eine andere Dimension, da wo die sogenannten Seelenfamilien auf uns warten. Ich glaube ja inzwischen auch eine Wiedergeburt, das ist ein anderes Thema. Ja, die einfache Auslegung ist, er wird sterben, er geht in den Himmel, deswegen können wir dort nicht hin. Aber man kann es auch einfach als andere Dimension betrachten. Das ist echt eine Sichtweise, das ist jetzt nicht so eindeutig. Lassen wir das. Ich glaube, die wesentlichen Dinge haben wir gecovert. Der Jünger, den Jesus liebte, ist noch eine nette Sache. Das ist etwas, wo man sehr schön sehen kann, es geht auch ohne Eifersucht. Manche sagen ja deswegen, Jesus war schwul. Ja, kann ja sein, vielleicht. Also wenn, dann müsste er auf jeden Fall bisexuell gewesen sein. Also es gibt zwei Varianten dieser Geschichte. Entweder Jesus war mehrere. Entweder er war schwul, weil der Jesus Jünger sollte ja ein Mann gewesen sein. Dann gibt es aber die Variante, dass eben Maria Magdalena dieser Jünger war, den Jesus liebte. Und darin baut sich dann auch auf, dass Maria Magdalena hat ja Kinder dann gehabt, das ist die Rose Line. Wurde eben Da Vinci Code verfilmt, sehr berühmt. Und diese Nachfahren Jesu existieren ja schon mal bis heute. Dafür gibt es ja auch ein eigenes apokryphes Evangelium, das apokryphe Evangelium von Maria Magdalena. Ja, schaut mal nach bei den apokryphen Evangelien. Hilfe, wo habe ich die? Apokryphe Evangelien, Maria Magdalena, kann man nachlesen. Ne? So.
das Neue Testament und die frühchristlichen Schriften. Also diese Bücher sind nicht im Verschluss, die kann man kaufen. Ja, diese Tradition, dass Maria Magdalena, die quasi auch Petrus sei, ne, das gibt es ja auch, dass sie quasi die, also in diesem Maria Magdalena-Evangelium wird sie immer so dargestellt als Petrus, passt eigentlich ganz gut daher, weil sie ja ziemlich Rolle hat. Sie ist ziemlich kräftig da unterwegs in ihrem Evangelium. Dass es nicht in die Bibel geschafft hat, war wohl zu feministisch für die Zeit. Eine moderne Bibelausgabe müsste wahrscheinlich das Maria Magdalena-Evangelium dazunehmen. Ne? Müsste überhaupt dicker sein, wenn man mal anschaut. Ich meine, das da ist so dick wie die ganze Bibel. Ne? Das ist aber nur das Neue Testament. Ja? Normale Bibel schaut ungefähr gleich aus, nur ist das Alte Testament dabei, das normalerweise dreimal so dick ist wie das Neue. Das heißt viermal, das Neue Testament ist so ein dünnes Heftel. Ne? In der normalen Bibel ist das Neue Testament so vergleichsweise jetzt ungefähr. Ne? Das ist nur so Pi mal Daumen. Ne? Schaut sich das mal an. Da der dünne Teil ist einmal das Neue Testament, das dicke ist das Alte. So schaut es normalerweise aus. Hier ist also nur das Neue Testament drinnen und die Apokryphen dazu. Man könnte es also ganz simpel sehen, dass es mehr Apokryphen gibt, also Schriften, die nicht in der Bibel sind, als solche, die in der Bibel drin sind. Das heißt, wir haben einen ganzen Schiebel von Überlieferungen, die alle nicht verschlossen sind, die kann man alle kaufen, man muss sich nur dafür interessieren, die uns eine andere Geschichte erzählen. Unter anderem die Geschichte von der Maria Magdalena. Und ihre Petrusrolle, die auch visionär ist und so. Diese Rolle des Petrus wird manchmal auch Jakobus gesehen, ne? Der Bruder des Petrus. Gibt es auch so Streitigkeiten. Andreas. Gibt es mehrere solche Rollen. Klassischerweise ist nur, ne, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, oder andere Stelle. Es ist es schon als meistens Petrus. Also von ihm ist diese Stelle überliefert, die gibt es sonst nicht. Aber ja, in einer materialen Kultur hätten wir uns anders entwickelt, garantiert. Ja. Und dass der Papst dann daraus geworden ist, gut eben auch dieser Petrus-Geschichte. Das war immer schon der Klassiker. Der eben in seiner Schwäche, das ist der Klassiker für Petrus, trotz des Verrates ist Petrus der Papst geworden, der erste Papst. Er gilt immer als der erste Papst, ob es jetzt war oder nicht. Es gab damals keinen Papst, das Papsttum ist erst im 1. Jahrhundert entwickelt worden überhaupt. Aufgrund der verschiedenen Anfragen, die an Rom gekommen sind, das war der Osterfeststreit damals, ne? Da hat man dann gefragt, ja, wann soll man den Quaderdezimanern, also alle vierten ihren Mondkalender Ostern feiern oder nach dem Sonnenkalender, das war eigentlich so, der Mondkalender oder Sonnenkalender, wie soll man jetzt Ostern feiern? Und gewonnen haben die, so, hat der Sonnenkalender, deswegen feiern wir Ostern jetzt nach diesem Rhythmus, sonst wäre das noch ein bisschen, Ostern ist ja sowieso nicht immer gleich, aber trotzdem ist es jetzt scheinbar ein bisschen einfacher als die andere Variante gewesen wäre. Ich bin nicht so der Kalendertyp, da kenne ich mich nicht so aus. Das war nur dieser Streit, der damals dazu geführt hat, dass man einfach Rom gefragt hat. Und so hat sich die Diözese Rom, natürlich im Römischen Reich, das hängt ja mit dem Römischen Reich zusammen, das war die Hauptstadt, etablieren können. Und deswegen ist dort der Papst. Deswegen gibt es überhaupt einen Papst. Das hat sich dann etabliert, dass man Rom immer wieder mal fragt, wenn es Probleme gegeben hat. So sind dann auch die Konzilien später entstanden. Also das Papsttum ist eine historische Entwicklung. Mag sein, dass das jemand gesteuert hat in den Verschwörungstheorien, das haben wir alles mal gehört, aber du kannst nur etwas steuern, was schon da ist. Also die Leute haben gefragt, haben Fragen gestellt und das wurde dann später auch missbraucht, die Kirche hat viel Missbrauch betrieben. Aber zunächst einmal war es eine Frage. Ne? Eigentlich hatte nämlich ursprünglich jede Diözese, also jede, das sind diese fünf Patriarchate der Antike, man kriege die jetzt auf die Stegreif hin. Ich glaube, das geht jetzt schon wieder zweite Kirchengeschichte, aber das ist, Jerusalem hat sein eigenes Patriarchat. Ne? Konstantinopel ist ein altes Patriarchat, also Istanbul, Rom klarerweise. Und dann gab es da noch ein paar, die habe ich jetzt nicht gerade drauf, aber das ist sowieso ein anderes Thema. Also wenn man mit Simon Petrus anfängt, das ist immer ewig. Die Wurzel ist in dieser Stelle. Ne? Trotz des Verrates, oder nicht nur liegt in diesem, ein Teil dessen haben wir hier. Ne? Du wirst mich dreimal verraten, das tut er dann auch. Trotzdem ist Jesus der, auf den die Kirche baut. Den Jesus seine Kirche baut. Diese Dualität, ja? Säule der Kirche und Verrat, ist zum Sinnbild für den Petrus geworden.
Das Bild mindestens finde ich nicht schlecht. Ja? Von den historischen Tatsachen jetzt mal abgesehen, dass jemand, der schwach ist, zum Leiter berufen wird, hat was. Ja? Denn man erwartet immer, dass der Leiter so perfekt ist. Ne? Ist er nicht. Und das zu wissen ist wichtig, denn Leiter brauchen auch Korrektur. Und das ist etwas, was heute auch gilt. Leiter brauchen Korrekturen. Wenn sie sich nicht korrigieren lassen, sind sie fehl am Platz. Natürlich müssen ja auch Entscheidungen treffen. Leiter muss der sein, der Entscheidungen treffen kann. Ne? Wenn er das nicht kann, ist er kein Leiter. Aber ja, es ist immer so, dass hier kommt eigentlich die Balance, die Harmonie zum Tragen. Wir brauchen auch in Leitungsfunktionen Harmonie. Leiter muss einen Fehler machen dürfen, aber er muss auch leiten können. Balance. Das Gesetz des Ausgleichs, die zwei Gesetze. Liebe und Ausgleich, die zwei Gesetze, die scheinbar überall gelten. Die Frage, die man sich an der Stelle vielleicht überhaupt stellen muss, ist, braucht es überhaupt einen Leiter? Oder heute machen wir alles demokratisch Demokratie heißt es heutzutage. Ist das nicht die gescheitere Variante? Brauchen wir eine Person, die leitet? Oder ist eine gescheitere, wir machen das in Mehrheitsentscheidungen? Ne? Über die Masse hinaus kannst du sowieso auf Dauer nicht entscheiden. Ne? Jeder, der das über die Masse hinaus längere Zeit macht, produziert französische Revolutionen oder Kriege oder irgend sowas. Ne? Also was, da kommt auch der Spruch Vox Populi Vox Dei. Ne? Also die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Da gibt es allerdings auch einen Spruch, dass die Vox Populi Vox Rinfi, ne? Die Stimme des Volkes ist nicht immer die intelligenteste. Also ja, Platon hat gesagt, es gibt nichts Scheiteres als einen guten Leiter. Allerdings gibt es auch nichts Depperteres als einen blöden Leiter, also einen korrupten Leiter. Das ist immer so eine Sache mit der Leitung. Ne? Das ist also ein eigenes Thema. Ja, und der Jünger, der Jesus liebte, ob es jetzt eine Frau war oder ein Mann, ob Jesus schwul war oder einfach ganz normaler Familienvater. Ich weiß nicht, ob wir das so leicht rauskriegen können. Es gibt so viele Varianten der Geschichte. Also ich habe kein Problem damit, dass er Kinder gehabt hat. Und auch kein Problem damit, dass er schwul war. Auch recht, ja. Vielleicht war er auch bisexuell. Kann man auch annehmen. Hat er schon einen Jünger gehabt, den er geliebt hat. Und daneben noch eine Frau. Mir gefällt eigentlich die Variante am besten. Und wer sagt überhaupt, dass wenn er jemanden liebt, dass er deswegen nicht mit ihm schlafen muss? Wieso muss er schwul sein, nur weil er ihn liebt? Ist ja auch nicht gesagt. Ne? Also die Geschichte mit dem Jünger, den Jesus liebte, ja, da kann man sich weitlich ausholen, in alle möglichen Richtungen. Ja, ich glaube, die wesentlichen Dinge sind gecovert. Lassen wir es gut sein. Schöne Karwoche allerseits. Gottes Segen.